Ilona und Hans Hauptmann waren DDR-Flüchtlinge. Wie heute Asylbewerber massiv finanziell unterstützt werden, ärgert sie. Aus gutem Grund. Deshalb wandten sie sich an die AfD-Fraktion. Ich möchte gern erzählen, wie wir 1980 als DDR-Bürger in den Westen gegangen sind und wie wir behandelt wurden, wie wir untergebracht wurden, weil ja die sogenannten Flüchtlinge und Asylanten, egal wie man das nennt, sich ja heute beschweren, wie sie untergebracht sind. Und da möchte ich anhand der Bilder zeigen, wie der Ostdeutsche in Westdeutschland 1980 gelebt hat. Also untergebracht wurden wir in diesen Papp- und Asbestbaracken. Das ist hier zu sehen. Die Wohnräume, es gab keine Waschmaschinen, gar nichts. Es ist alles von Hand gemacht worden. Das waren die sanitären Sachen. Ausguss, Waschbecken, die wunderschönen Matratzen hier. Blechgeschirr mit verrosteten Rändern aus den 20er oder 1910er Jahren, so ungefähr. Alles vom Feinsten, in Anführungsstrichen natürlich. Ja, so haben wir gelebt und mussten all dieses bezahlen. Unterkunft und Verpflegung, gibt es hier eine eigene Rechnung dazu? Das haben wir bezahlen müssen, obwohl wir kein Westgeld in den Händen hatten. Und wir haben das bezahlt. Katastrophale, unfaire Zustände sind das, das kann es gar nicht geben. Wieso mussten wir bezahlen, der Deutsche in Deutschland? Und heute kommen Fremde zu uns aus anderen Kulturen mit gewissen Mentalitäten, die nicht zu uns gehören, muss man auch ganz klar und deutlich sagen. Ich möchte mich jetzt ohne im Moment weiter auslassen dazu. Es ist eine ungerechte Sache, die schreit im Prinzip zum Himmel. Was ist daran so ungerecht? Das Ungerechte, dass alle, die bei uns arbeiten und Steuern zahlen, für diese Leute, vor allem junge Leute, Überhang, junge Männer, die ihre Länder aufbauen könnten, dass die hier beschenkt werden. Die AfD-Fraktion im Sächsischen Landtag wird diese Ungleichbehandlung in ihrer parlamentarischen Arbeit thematisieren. Wir werden beantragen, dass alle DDR-Flüchtlinge sämtliche selbstbezahlten Unterbringungskosten zurückerstattet bekommen.